Hallo Leute, heute gibt es den zweiten Part von BeamNG Drive. Heute gibt es wieder eine Rampe. Das haben auch schon große YouTuber gemacht. Wieder mal wie, weiß ich was, mir fällt jetzt keiner ein. Auf jeden Fall haben wir heute eine Skisprungschanze. Und ich habe mir das gedacht, ich mache jetzt einen zweiten Teil. Weil das letzte Video bei euch so gut angekommen ist. Okay. Ich würde sagen, wir fahren mal runter. Ah ja, abonniert diesen Kanal und klickt auf das Glöckchen. Würde mich sehr, sehr freuen. Boah. Das ist noch viel steiler als die eine, ne? Jo, wie schnell werden wir? Naja, 260. Okay, wie weit fliegt? Hey, der Motor. Geht der Motor nicht? Kann das Ding mal aufhören zum Rollen? Danke. Wie hört sich das heftig an? Alter. Okay. Jetzt machen wir wieder mal unsere super Option. Nämlich, wir klatschen die Raketen raus. Ich bin gespannt, wie schnell wir mit den Raketen auf dieser Rampe werden. Ich weiß es nämlich wieder nicht. Ich habe die Rampe nämlich, also die habe ich gerade gedownloadet. Würde ich schauen. Ja, wir fliegen bis nach Mexiko. Ja. Kommt darauf an, was man da bereit. Das wären gefühlt 3 Kilometer. Wirklich. Ich schätze. Geht der Motor noch? Nee, der ist geplatzt. Okay. Was nehmen wir jetzt mit? Oh mein Gott, ich habe eine Idee. Wir könnten diesen Pläte nehmen da. Junge! Wie groß ist der? Warte, wenn man da Raketen reinschrauben könnte. Na, okay, das wär zu gut gewesen. Aber ich glaube, der wird nicht allzu schnell. Wer könnte weit springen, weil das so schwer ist und dann halt den Schwung mitnimmt von dem Knickgelenk, was er da hinten hat. Bumm. Ja. 200. Ja. 300. Wir springen mit 300 ab. Jetzt bin ich gespannt. Wie weit fliegt der? Hä? Der fliegt bis ins Ziel. Wir haben ihn um die Hälfte kleiner gemacht. Ja, moin. Hä, sieht aber wirklich voll real aus, wie wenn man den auf einmal einfach so um die Hälfte kleiner gemacht hätte. So. Oh mein Gott, vielleicht probieren wir mal den Hiroa. Keine Ahnung, wie der heißt. Egal. Auf jeden Fall diesen mit dem Spoiler. Weil wir können ja theoretisch den Spoiler ein bisschen biegen. So, da ein bisschen runter. Oder? Ja, jetzt haben wir ihn komplett weggemacht. Das habe ich super hingekriegt. Das ist wirklich. Oh mein Gott, was ist, wenn man da Raketen dran baut? Weil der ist ja so schon schnell. Das ist es. Jetzt bin ich gespannt. Hallo? Achso. Wie hoch dreht der?
Der Spoiler-Patron. Okay, wir fliegen wieder mal gefühlte 3 Kilometer. Hä? Wohin fliegen wir? Hä? Wir sind schon gefühlt 5 Kilometer. Schaut mal auf den Tacho. Wir sind ja jetzt schon gefühlt 10 Kilometer reist. 10 Kilometer sind wir drin. Das Auto ist ein Platzverkehr. Merkt man auch daran, dass es sich einfach dreht. Wie weit sind wir noch? Wollen? Egal. Einmal mag ich noch was testen. Na, obwohl, der wird sich wahrscheinlich verbieten. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hä? Was habe ich jetzt gemacht? Oh mein Gott. Wie riesig ist das Ding? Jetzt bin ich gespannt, wie weit das springt. Bin ich wirklich gespannt. Alter! Hey, das fliegt ja so schon gefühlt 1000 Meter. Ne, 1000 Meter. Das fliegt ins Ziel. Ja, sag ich doch. Oh mein Gott, wie gut das ausschaut. Das Ding ist halt so groß. Da kann ich nichts verbiegen, da kann ich gar nicht. Na doch, verbiegen. Der Motor. Komm, jetzt geh runter. Hä? Nee. Geht anscheinend. Das hat gerade irgendwie 10.000 km/h angezeigt. Habt ihr das auch gesehen? Okay, ein letztes Auto machen wir noch. Boah. Frosch im Hals. Oh, Knight Rider könnten wir wieder machen. Wieder aufpassen, es wird laut. Er kommt dann jetzt so voll klein vor, wenn man dieses riesen Fahrzeug gefahren hat. Dieses riesen Auto. Mir zumindest. Ich hab wieder auf gut. Wie weit fliegt der? Der wird wieder die Fresse. Ja, okay, heute schaut er eh noch relativ normal aus. Das letzte Mal, wo er im Wasser gelandet ist, das war super. Okay. Ich hätte gesagt, dass soll es mit dem Video gewesen sein. Vielleicht, ziemlich wahrscheinlich, kommt noch ein Part 3. Schreibt in die Kommentare, falls ihr das wollt. Und liked auch gern das Video. Und abonniert den Kanal. Würde mich wirklich freuen. Weil momentan haben wir noch 0 Abonnenten. Oder ich weiß es gar nicht. Ich glaube. Okay, dann tschüss.